geht weiter. Und ja, nach ein oder zwei Tagen anderer Arbeit geht hier dran weiter. Ich habe mich jetzt gerade wieder auf Position gestellt, dass ich weiterarbeiten kann. Und dazu habe ich ihn hinten kurz auf so Füßli gestellt. Und das Ergebnis, ich habe mich umentschieden. Ich werde hier die Beine doch noch etwas nach unten setzen, so wie es die anderen halt auch haben. Ja, so schräg sieht es auch in dieser Höhe nicht aus vorne. Und da kommt er ja dann eh ein bisschen runter. Und das mache ich jetzt als allererstes. Und wo geht es danach weiter? Irgendwo hier habe ich das Ding hingeschmissen. Oder auch nicht. Meine Fresse, ich muss unbedingt aufräumen. Wo habe ich jetzt den Mist hingeschmissen? Also, eine kleine Lötstation habe ich mir gekauft, eine andere, eine dritte Hand, Edelstahlbürsteln, das werdet ihr dann noch sehen. Und wo ist jetzt die miese kleine Mistmade? Boah. Keine Ahnung, auf alle Fälle, da, jetzt weiß ich's, da rein habe ich ihn geschmissen. Mein 28er Forstnerbohrer ist heute auch gekommen, sprich, tüdelütüt, werde mal reinbohren, ich werde mal aber an der Ständerbohrmaschine durch ein anderes Stück Holz einmal durchbohren, dann werde ich das da ansetzen und dann hoffe ich doch, dass ich da sauber gerade durchkomme. Mhm. Also wie gesagt, ich mache jetzt die Füße, ändere die ab und danach bohren wir zusammen die Löcher für die Flipper-Buttons. Jo, jetzt steht er so, wie er nach anderen Angaben stehen sollte. Ja, so schlimm finde ich das jetzt gar nicht. Ja, und eigentlich bin ich froh, dass ich das jetzt doch geändert habe. Gut. Muss ich noch die kleinen Schräubchen festziehen und dann geht mit der Löcherung für die Flippertasten für die Flippertasten weiter. Ja. So Freunde, fürs berühmte Freihand gerade bohren bin ich nicht gerade bekannt. Jetzt habe ich mir hier ja, Display drehen. So. Hier auf der Ständerbohrmaschine das Loch vorgepopelt. Und das fahren wir jetzt hier einmal durch. Dann setze ich hier an meinen Löchle an. Dann setze ich das hier drauf. Und dann hoffe ich doch, dass ich halbwegs gerade da reinkomme. Auf der anderen Seite halte ich das jetzt dagegen. Und siehe da, es ist nichts ausgebrochen und ausgerissen. Jawohl. Und dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite da drüben. Ja, so gefällt mir das und ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich die anderen zwei hier unten hin mache. Weil da können wir die dann, ohne dass man hier fett die Finger wegtun muss, mit der anderen Finger. Ich weiß, die einen haben es hier vorne, die anderen haben es leicht schräg nach unten, aber da müsste ich dann meine Hände fett bewegen. Und da ich ja ein fauler Sack bin, und das mache ich jetzt auch, einfach hier unten hin.
messe ich mir aus, übertrage ich auf die andere Seite, bohre ich. Doch, gefällt mir so. Gut. Dann werden wir mit dem Replay noch gar weitermachen. Also sprich, wenn man originaler Freispiel gewonnen hat, macht es Donk. Na, wo ist jetzt der Bolzen? Der kommt dann da durchgeschossen und klock nach hier und macht klock und schießt dann gegen das Holz. Der wird jetzt dann so senkrecht reinkommen, ganz hinten, und ja, aber zuerst Lötarbeiten, auch wieder mit einer Diode, und die werde ich jetzt zuerst mal vornehmen, schön Kabel hinlöten alles, aber ich glaube, das zeige ich euch dann auch noch. So Leute, hier ist die besagte Lötstation, dann habe ich mir noch so eine dritte Hand gekauft, die ziemlich lumpig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die hat eine zusätzliche Beleuchtung und das ist schon mal gut. Ja, und wenn die Lötstation was taugt, dann werde ich die dann auch unten drunter verlinken. Kostet, was weiß ich, 40, 50 Euro oder was? Ja, jetzt gucken wir mal. Ey, da zeigt man sogar in Echtzeit an, wie die Temperatur hochgeht. Sieht man das? Sieht man das? Auch nicht schlecht. Ja. Und dann werde ich jetzt die Kabel erst einmal mit Lötzinn versehen und dann entsprechend hier anlöten und die Diode zwischen reinsetzen. Tja, schauen wir mal, ob es funktioniert. Ne, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Uah, fuck. Ja, und da werden sie wieder, die drei Probleme. Warum hältst du nicht? Warum hältst du nicht? Und warum hältst du nicht? Ja, in Löten bin ich auch nicht unbedingt der Weltmeister. Nicht schön, aber selten. Sollte halten. Gutes. So, jetzt werden wir das Kabel hier hinten noch mit dem Kabelbinder festmachen, dass das fest fixiert ist. Ja, und dann kann ich das Ding ins Kabinett da hinten einschrauben. Natürlich, auf der anderen Seite sind die Dinger auch dran. Hier hinten oben hängt jetzt der Replay-Knocker. Und wenn der dann anzieht und macht er einen schönen Klack, die Kabel runter werden, auch mit diesen Klebepads schön festgemacht. Ja. Jetzt wollte ich Kabelkanäle schneiden, aber hey, nee, der Scheißtrick reißt mir so dermaßen aus. Mit der Bandsäge. Da brauche ich jetzt wirklich die Kappsäge, weil ich baue nicht den Flipper, weil der soll für mich persönlich wirklich eine 100% Arbeit werden. Wahrscheinlich die erste und einzige wirkliche, richtige 100% Arbeit. Und dann säge ich die Kabelkanäle nicht mit der Hand ab oder mit einer Säge, wo es ausreißt oder sonst was. Säge gar nicht ein. Ja, 100% Arbeit. Monitorhalterung. Ich habe ja gesagt, das kann sich noch ändern und ich gehe mal davon aus, das wird sich auch noch ändern. Bloß wann halt. Jetzt muss er erstmal laufen. Jo, und schon wieder ein Tag später. Endlich Wochenende. Heute werde ich die Kabelkanäle mal zurechtsägen. Ich habe die Kappsäge bekommen. Tja, zumindest die, wo ich sägen kann. Nicht zur Platine gehen, weil da weiß ich ja noch nicht genau die Maße, wo sie genau hinkommt. Ja, soweit es mir halt möglich ist.
Erst setze ich die Kabelkanäle, genau. Und was ich dann noch mache oder machen möchte, ist die RGB-Beleuchtung, die Leuchtdioden des Tinsy-Tini-Dings reinsetzen und außenrum diese Beleuchtung setzen. Das kommt heute noch. Dann habe ich noch was mit dem Halter vor, für die Monitore hinten. Ja, da habe ich mir aber jemanden organisiert, mit dem ich morgen auf Sindelfingen fahre. Also am Samstag auf die Grill and Barbecue Messe. Ja, und wer das ist, gehen wir schnell raus, gucken wir nach. Ja, in der Kota brennt schon Licht. Der darf uns nämlich was zum Essen machen. Da ist er. Guten Tag, hallo. Der McAllister ist wieder mal da. Jawohl, du bist schon wieder fleißig hier am Wipin bauen, oder natürlich, was? Natürlich. Ja, dachte ich mir. Du weißt schon, dass du nachher eingespannt wirst? Zumindest jetzt weiß ich's. Ja. Erst muss ich kochen. Ja, also wie gesagt, das heutige Grillvideo oder Topvideo macht der McDutch, der McAllister. Werdet ihr dann bei ihm sehen können. Der hat sich hier mit allen möglichen Zutaten schon ausgebreitet. Aber wir oder ich habe vor am Sonntag ein richtig geiles Schmackofatz zu machen. Du weißt, was es ist? Ja. Da könnt ihr gespannt sein. Ja, ganz genau. Okay, aber... Soll ich muss jetzt drehen? Ja, ich und ich gehe wieder rein in die Werkstatt. Wipin weiterbauen. Und schon geht's hier weiter. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich die Kabelkanäle richtig schön sauber absägen kann, ablenken kann. Ja. Weil ich befürchte fast, mit der Kappsäge geht es ohne Probleme. Zumindest fast. Mann, ist das ein Vollpfosten! Der David. Ich kotze ab. Schreiner. Ich sag's nur, Schreiner. Ich denk mal grad, warum tut das Sägeblatt da unten drin so komisch? Dann setzen wir die ein. Jo, eine links, eine rechts, ein Kabelkanal. Ja, gehe ich bis hier vorne. Als Abstandshalter nehme ich hier einfach diese Leisten und jo, würde ich mal sagen. Die ist etwas gebogen, ist natürlich blöd. Aber eine andere habe ich jetzt nicht mehr von denen. Na, eine wird auch ausreichen. Dann mache ich das hier bis hierher. Genau wo der Fuß aufhört. Ja, und dann spackse ich das Ding hier jetzt mal einfach rein. Ganz genau beidseitig. Und dann muss ich mal überlegen, wie ich die Kabelkanäle weiterlege. So Leute, ich habe jetzt Kabelkanäle gezogen. Habe ein Pin-Control. Zwei Dummy reingelegt. Das, was ich mir ausgedruckt habe, ist ja fast genau Originalgröße. Und darum, Leute, werde ich weiter Kabel verlegen können morgen. 20 nach 11, gleich halb 12, also heute nicht mehr.
Hier haben wir noch einen Kabelkanal runter, weil hier ja viele Kabel kommen. Die vier Kabel hier seitlich, die werde ich jeweils so runterführen. Hier kommen ja noch ein paar dazu, aber die laufen dann hier runter und die anderen hier runter. Ja, links und rechts schön Kabelkanäle. Der füllt sich auch schon so langsam. Hinten die Kabel zum PC habe ich jetzt ja hier auch in einen Kabelkanal rein. Sieht einfach sauberer aus. Lautsprecherkabel hier hinten, das muss ich auch noch sauber verkleben. Also mit diesen Klebepads kommt es dann auch noch hin. Grafikkarte kommt bei Gelegenheit wieder rein. Sobald ich eben weiß, ob da hinten ins Eck noch was reinkommt. Und ja, die Kabel kann ich dann morgen auch weiterlegen. 2x24 habe ich eben schon für die Ino, hau mich tot, wie man das sagt, also für die Relais, für die Klackerautomaten gelegt. Ist also auch schon angeschlossen. Ja, mein Lautstärkeregler kommt hier dann irgendwo hin, ob er jetzt weiter hier oder so bleibt. Schauen wir mal, das sehen wir schon. Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, war es das für heute, für die Tage, für dieses Video. Es geht voran. Wenn es nach mir ginge, wäre ja in exakt einer Woche fertig. Ich hoffe, dass ich das noch hinbekomme. Und ja, fehlende Teile halt. Hoffen wir es, dass der restliche Käsekuchen jetzt dann kommt, dass wir soweit fertig werden. Und ja, morgen geht es dann weiter mit dem Verkabeln und noch mit was anderem. Nachdem wir in Sindelfingen waren. Auf der Barbecue, Grill- und Barbecue-Messe. Und das Essen vom McDutch war heute sehr gut. Ich verrate es jetzt einfach, er hat einen Susuk-Gulasch oder Susuk-Topf gemacht, also mit dieser türkischen Wurst und ja, war ganz lecker, war wirklich lecker. Okay, das Video müsst ihr aber dann beim McAllister angucken. Leute, ich bin raus, bis zum nächsten Teil. Tschaikowski, was eine Schweinshaxe wird, ist ein Grillvideo.